Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind gerade an unserem Lager und oh, was sehen meine entzündeten Augen da? Ja, da kann ich nicht widerstehen, da müssen wir mal näher hingehen bei Gelegenheit. Aber so einfach da runterlatschen, wie ich mir das vorgestellt habe, geht wohl gar nicht. Ich dachte, dass ich jetzt hier irgendwie hinten rum nach da oben komme. Aber ich glaube, die haben ihr Lager schon taktisch klug errichtet, sodass es nur einen Zugang gibt. Hätte ich mir ja denken können. Das sieht einfach viel zu leicht aus auf der Map. Das heißt aber auch, dass wir erstmal wieder runter müssen. Sodass wir uns jetzt mal dieses Lager hier holen. Das habe ich, glaube ich, schon markiert. Ob das der Sinn und Zweck war und ob ich wirklich dieses Lager wollte, weiß ich ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr. Aber macht ja nichts. Nach wie vor sind wir in den Hinterlanden unterwegs. Sind da Feinde? Oder was ist der rote Pfeil? Was heißt denn der rote Pfeil? Weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich sind da Feinde. Hätte ich jetzt spontan gesagt. Naja, da wird gekämpft da unten. Und da oben auch, wie es aussieht. Ist das vielleicht der Nachteil, den man hat, wenn man auf Ausruhen geht? Dass die Feinde alle respawnen. Ich meine, die respawnen auch so irgendwie wieder, aber ich weiß auch nicht so recht. Naja, werden wir schon noch rausfinden, denke ich. Ist noch zu früh, um alles zu checken. Eisen nehmen wir trotzdem mit. Und sobald ich irgendwas finde, ich denke mal Holz, werden wir brauchen für irgendwelche. Ah, jetzt ist aber gut. Jetzt schmeißt man um. Er ist gar nicht umgefallen. Sauerei. Eingefroren und brennend gleichzeitig. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, jetzt haben sie ihn zertrümmert. Habt ihr gesehen? Der hat ihn eingefroren und dann ist er in 1000 kleine Teile zersprungen. Das ist doch schön. Plündern. Die haben, oh, Seide. Genau das brauchen wir doch. Ups. Na, jetzt übertreibt nicht. Wie er einfach gleich die Barriere hochzieht, obwohl ich nur sinnlos in die Luft geschossen habe, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Meine Güte. So, und jetzt müssen wir irgendwie da runter. Und ich glaube, da hinten war ein Durchgang. So, starten wir doch gleich mal ein bisschen extremer. Bam! Boah, wie schnell der umgefallen ist. Geil. Und da ist noch einer. Er hat sich wohl gesagt, hinterm Baum sieht ihn keiner. Der weiß wohl nicht, dass wir so eine Minimap haben, die einem alles anzeigt. Ist ja auch in der Story nicht erwähnt, ne? Das ist hier alles so unter der Hand. Plündern? Echt jetzt? Nur noch Knochen übrig oder war das ein Vieh? Ne, das war ein Vieh. Oh, jetzt habe ich doch wieder ein Fennec getötet, obwohl ich gesagt habe, ich töte die nicht mehr. Naja. Sagen wir, ich töte sie nicht mehr bewusst, okay? Okay. Oh, warte mal. Wir können erstmal den anderen noch die Fähigkeiten verteilen, bevor ich das vergesse. Und wir uns in irgendwelche krassen Kämpfe stürzen. So, Lanze des Bogenschützen. Fernschutz durchbohrt sämtliche Gegner in der Flugbahn des Pfeils und verursacht für jedes zusätzliche Ziel Bonusschaden. Klingt gut. So, Cassandra. Weiterhin auf Schwert und Schild trimmen. Rüstungsbonus 30%, wenn der Schildwall eingesetzt wird. Klingt gut. Den setzt sie auch hoffentlich ein. Ich muss irgendwann mal gucken, wie ich das einstelle, dass ich die wieder so ein bisschen zurechtweise. Elegante Verteidigung. Du hast erlangt, Barrieren mit einer stabileren magischen Struktur zu wirken. Jedes Mal, wenn eine von dir gewirkte Barriere erlischt, wird die Regenerationszeit der Fähigkeit verkürzt. Ah, das ist cool. Dann kann er die häufiger einsetzen, weil die ist ja dann schon ganz praktisch eigentlich. Die nimmt schließlich Schaden raus von jedem, der sie auf hat. Oder drauf hat. Oben hat. Drin hat. An hat. Ach, ist doch wurscht. Da waren wir ja schon. Da ist das Haus mit dieser komischen. Na, was heißt komisch? Mit dieser armen, hilflosen Frau, der die Templer ihren Mann genommen haben.
glaube, ich lasse die jetzt einfach mal kämpfen. Die sollen sich doch gegenseitig töten. Ist mir doch scheißegal. Elfenwurzel, cool. Seht ihr? Das sind die wichtigen Dinge des Lebens. Nicht sich hier in irgendwelche Kämpfe einmischen. Ja, ist ja gut. So, jetzt gehen wir halt doch dahin, wo ich 10-mal weggelaufen bin letztes Mal. Weil da ist es wohl das am ehesten erreichbare Zelt. Was war das? Oh, ich dachte, da hätte sich was bewegt. Das sind wohl nur Steine, die runtergekommen sind. Dies wäre ein guter Ort, um zu lagern. Lager aufschlagen. Lager der Inquisition. Zum Andrücken, Ansehen, Steuerung drücken. Sobald ein Lager der Inquisition errichtet wurde, kann die Gruppe dort rasten. Ja, das kennen wir noch. Lager dienen außerdem als Schnellreisepunkte. Wie genau funktioniert dann das? Gruppe wechseln? Nee. Das ist es nun wirklich nicht. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, wie das mit der Schnellreise geht. Ah, jetzt habe ich Reisen. Das hatte ich, glaube ich, vorher nicht. Kann das sein? Oder habe ich das einfach nur nicht geschnallt? Jetzt ist die Frage, ob die unterschiedliche Aufträge haben. Oder ob das jetzt einfach nur fürs gesamte Gebiet gilt. Ich rede mal mit dem Herrn hier. Nee, mit dem nicht. Wo ist der blöde Offizier? Da ist er. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Doch so viel, ja? Okay. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Liebe ist geduldig. Ein junger Adliger namens Barant hat sich dem Kult in den Hügeln angeschlossen. Er ist besorgt, weil seine Liebste, Velina, noch nicht eingetroffen ist. Gehen wir doch mal dahin. Bevor ich jetzt noch 10-mal in der Mitte rumrenne, dann wagen wir es uns einfach mal und gehen hinein in den Wald. Und schon wird mir kalt. Nee, gar nicht. Ist eigentlich recht warm hier. Also bei mir zu Hause. Da wahrscheinlich auch. Zwergensohnpass. Hier, nimm das. Aber das ist dein Essen. Sei nicht... Varric, ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentergast verhörte. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Tja. Ausgerechnet wir. So einer der wenigen Freiwilligen wahrscheinlich. Hier, plündern. Oh. Baumwollsamt und Eisen. Und diese ganzen Wanderer hier, die sind wohl immer wieder ein Stückchen weiter unterwegs. Also ich weiß nicht, die dienen wohl nur der Kulisse. Soll mir recht sein. So, was ist hier? Noch eine Quest. Ich nehme es halt mal an, bevor wir es wieder vergessen. Ich hoffe, das ist auch da oben. Nicht, dass da noch eine Höhle ist und wir gerade drunter sind. Oder drüber sind, besser gesagt. Nee, lesen, hier. Ein Templer, würde ich sagen. Es war mal ein Templer vielleicht, ja? Brief. Gefunden bei dem toten Templer. Elendra. Ich weiß nicht, ob diese Zeilen dich noch erreichen. Aber was sollte ich sonst tun, als mit der letzten Kraft meiner zitternden Hände dir zu schreiben? Ob es nun die Magie dieser verfluchten Bresche ist, oder ob der Erbauer mich für den Bruch meines Gelübdes bestraft. Jedenfalls ist das Ende nah. Die Schrecken sind öfter an meiner Seite als abwesend. Ich bin hierher gekommen, um bei diesen Gläubigen etwas Frieden zu finden. Aber ihre Gemeinplätze spenden keinen Trost. Falls mein Geist den Dämonen oder meiner eigenen Finsternis anheimfällt, fürchte ich, dass sogar ein geschwächter Templer noch zu viel Schaden anrichten könnte. Ich habe einige bittere Kräuter zu mir genommen. Es wird bald vorbei sein. Ich wünschte, meine Schwäche hätte mich nicht davon abgehalten, dich zu treffen. Aufgrund deines Phylakterions wusste ich zwar, wo du bist, aber der Wahnsinn deiner und meiner Seite war einfach eine zu große Kluft. Möge der Erbauer dich retten. Pass auf dich auf. Du brauchst keinen Zirkel,
wenn du ihn in dir trägst. In Liebe, Matrin. Okay, und da haben wir auch schon das nächste, die nächste Codex-Seite. Kam übrigens in den ersten zwei Teilen auch sehr oft vor, da ich dann Magier gespielt habe, dieses Thema. So, ein Phylakterion ist ein Gefäß, oftmals eine Glasfiole und enthält die Essenz eines magischen Wesens. Der Zirkel der Magie und die Kirche benutzen kleine Phylakterien, die mit Blut gefüllt sind, das sie Magieschülern entnehmen, um Magier zu finden, die Abtrünnige geworden und nun auf der Flucht vor dem Zorn der Templer sind. Bevor ein Schüler seine Läuterung besteht, wird sein Phylakterium im Turm seines Heimatzirkels aufbewahrt. Die Phylakterien der ersten Verzauberer befinden sich im Weißen Turm, einem Zirkel in Orlais und Trutzburg des Templerordens. Fiolen, die zu rechtmäßigen, aber mächtigen und umstrittenen Magiern gehören, liegen in gut versteckten und abgelegenen Orten. Einen dieser Orte aufzuspüren ist möglich. Was ist praktisch nur für Mitglieder der Kirche möglich, weil Zeile übersprungen läuft. Als würde man eine Nadel in einem riesigen Heuschober suchen. Okay. Dann war das das, was ich gesehen habe. Da müssen wir dann wohl ins Lager zurückgehen. Ich glaube, da ist die Magierin, also praktisch die Geliebte dieses Templers. Eine Magierin und ein Templer. Welch Skandal. Liegt hier irgendwas? Plündern. Oh, eine Schatulle. Sieht wertvoll aus. Helm der freien Marschen, Streithaber des Barbarenlords. Jetzt ist halt die Frage, ist das ein Zweihänder oder ein Einhänder? Ich gehe jetzt mal auf Cassandra. Und auf Waffe. Und stelle fest, keine Ahnung. Nee, das sind Zweihänder. Hatten die noch angelegt? Langschwert der Inquisition. Ne, Morgenstern hat sie angelegt, oder? Ja. So, dann wollen wir noch mal sehen. Ob da nicht doch was. Doch, hier. Kriegsbeil ist schon mal besser. Die Kunari-Streitaxt offensichtlich auch. Die Frage, kann sie beides tragen? Nee, das sind Zweihänder. Scheiße. Das hier, Räuberkriegsbeil. Das kann sie anlegen. Zusammen mit dem Schild. Das ist das Entscheidende. So. Dann switchen wir mal durch. Vielleicht haben wir ja noch einen besseren Stab, den er brauchen könnte. Schockender Stab, der ist besser als den, den er jetzt hat. Okay. Ich glaube, meiner ist meiner ist nach wie vor der Beste. So soll es auch sein. Und ich glaube, Varric lass mal am besten seine... Was? Embryum? Varric lass mal am besten seine, wie heißt seine Armbrust nochmal? Bianca. Ja, das soll ruhig Bianca behalten. Wenn das so ist wie in den anderen Spielen, dann wird die ja von Level zu Level stärker. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das eine Festung? Sehenswürdigkeit. Verkünderin Anaes. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Da bist du auch taub. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Ah ja. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge.
Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Was macht er denn hier? Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Ah ja. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Na, aber nur um Belohnung abzuholen. Ansonsten will ich mit euch nichts zu tun haben. Jetzt ist die Frage, ist das hier drin? Ja, das scheint hier drin zu sein. Da müssen wir nämlich eine Quest abgeben. Wo sind wir hier gelandet? Es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubeten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Tja, von mir aus. Was beanspruchen? Was hat das? Was hat's denn damit auf sich? Ach, da drin, oder? Was ist das hier? Velina. Und wo ist es, diese Velina? Wir dürfen den Gesang des Nichts nicht anstimmen, denn unsere Lippen sind unvollkommen. Ich raff's gerade nicht. Ups. Dass mir das jedes Mal passiert. Ist aber auch blöd. Linksklick irgendwo ins Nichts rein und schon geht der Angriff los. Gewöhnungsbedürftig, immer noch. Gürtel des Schutzes. Das klingt aber gut. Gleich mal wieder auf Cassandra wechseln. Ist jetzt bei Accessoires? Ja, natürlich. So. Gürtel des Schutzes. Den legen wir ja an. Und weiter geht's. Ist die oben vielleicht im Turm? Ah ja, Lord Berrant. Berrant. Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Velina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Velina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Wie wär's damit? Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Yeah. Und ich werde unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Cool. Dann willkommen an Bord, ihr Haufen Wahnsinniger. Emissionär gewonnen. Okay. Und die Macht steigt auch. Jetzt gucken wir mal, was wir damit anstellen können. Sehenswürdigkeit. Nochmals vielen Dank. Lady Velina hätte diesen Ort geliebt. Tja. Das gibt uns zumindest wieder mehr Attribute. Aber so in alles in allem weiß ich jetzt auch nicht, ob der Nutzen so groß ist von dem als Verbündeten. Vielleicht brauchen wir es am Ende noch. Bei Dragon Age Origins war es ja auch so, dass man zu den verschiedenen Völkern gegangen ist. Allerdings waren die da weniger gespalten und weniger verteilt. Und die musste man dann praktisch um Hilfe ersuchen im Kampf gegen die dunkle Brut. Und ja, wir wollen hier keinen Ärger. Je mehr, desto besser, würde ich sagen. Was ist das denn hier? Ah ja. Das ist also dieser Riss. Ich schaue mich mal kurz um, dann gehe ich noch raus und schließe den schnell. Wahrscheinlich einfacher gesagt als getan, aber ich mache es trotzdem. Oh, da liegt was.
Also dieser Kompass-Ping ist schon cool. Das, oh, Abtrünnigenstab, Vorschlaghammer, Schülerrüstung. Nehmen wir mal alles mit. Überall Magier und Templer, die sich bekriegen. Gut gemacht, Blondschaff. Hm? Mögen eure Reisen sicher sein. Meint er mich? Oh, eine Leiter. Plündern. Lesen. Wie wär's? Lesen wir noch ein bisschen. Königin Asha von Antiva. Nicht wenige glauben an die Legende, Antiva verdanke seine Unabhängigkeit der beständigen Angst anderer Länder vor den Krähen. Doch natürlich ist diese Geschichte, die vor allem von den Krähen selbst verbreitet wird, nicht glaubwürdiger als die Versprechungen eines Marktschreiers. Um die Wahrheit zu erfahren, müssten wir unseren Blick stattdessen auf den Palast der Könige in der Stadt Antiva wenden. Über seinem Tor ragt die prachtvolle Statue einer Frau, in der königlichen Tracht Riviens, in den Himmel. Und ihre wachsamen Augen verfolgen alles, was innerhalb dieser Mauern geschieht. Es ist die Statue von Asha Subira Bahadur Campana, der Königsmutter von Thedas. Als die Matriarchinnen von Rivain die Vermählung zwischen Prinzessin Asha von Aiel Aislake und Königin Alonso Campana von Antiva in die Wege leiteten, blieb dies von ihren Zeitgenossen weitgehend unbeachtet. Die Augen von Thedas waren auf die Kriege zwischen Orlais und Nevara gerichtet. Die Hochzeit zwischen einer unbedeutenden Prinzessin aus Rivain und einem nahezu machtlosen König war es nicht wert, von ihnen beachtet zu werden. Und doch war diese Vermählung rückblickend betrachtet das vielleicht bedeutendste Ereignis in der Geschichte von Thedas. Seit die goldene Stadt schwarz geworden war. Königin Asha war eine fähige Strategin. Sie erkannte die militärischen Bestrebungen von Tevinter, Nevara und Orlais und schmiedete einen Plan, Antiva zu reich, um von der Gier, was? Nee, Antiva war zu reich, um von der Gier seiner Nachbarn verschont zu bleiben und zu arm, um eine Armee auszuheben. Sowohl Tevinter als auch Orlais hätten abwehren können. So. Wenn sie ihr Volk beschützen wollte, musste sie also Mittel finden, die mächtiger waren als Stahl. Die Königin verbrachte Jahrzehnte damit, Bündnisse auf die alte rivainische Art zu schmieden. Durch Hochzeiten. Sie verheiratete ihre zahlreichen Kinder und Enkelkinder strategisch klug mit Adelshäusern überall auf dem Kontinent. Und so hatte Antiva innerhalb von 30 Jahren derart viele Verbindungen geknüpft, dass jegliche feindliche Handlung gegen das Land halb Thedas in einen Krieg gezwungen hätte. Das Blut von Königin Asha strömt durch die Adern der Kaiserin von Orlais, des Prinzen von Starkhaven, des Königs von Nevara und der sieben Herzogge von Anderfels. Sogar einige Magister des Reichs von Tevinter sind mit der Königsfamilie Antivas verwandt. Das Netz der Blutbande, das Asha gewebt hat, zwingt einen Großteil des Kontinents dazu, Frieden mit Antiva zu halten. Alles andere könnte bei möglichen Familientreffen zu äußerst peinlichen Situationen führen. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Na, Antiva ist so eine... damals bisher noch wenig davon gehört und gesehen. Also gehört mehr, gesehen eher weniger. Also mit eher weniger meine ich überhaupt nichts. Und die haben so einen Geheimbund, die Krähen. Das ist praktisch so eine Art Assassinenorden, der immer ausgeschickt wird, wenn einer jemanden zufällig mal loshaben will. Die sehen sich selbst auch nicht als Mörder, sondern als Werkzeug im Arm, das vom Auftraggeber praktisch geschwungen wird. Was hast du zu sagen? Ihr tragt das Mal des Himmels. Ihr ehrt uns. Joa. Will ich doch auch sagen. Mögen eure Reisen sicher sein. Noch weiter hoch. Ah ne, dann machen wir den Riss aber heute nicht mehr. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Erkundungstour hier, wenn wir schon dabei sind. Nicht, dass das so läuft wie gestern, dass ich dann jeden Weg 10-mal laufen muss, weil ich immer hin und her rennen bin, weil ich nicht weiß, was ich tun will.
Dann machen wir das lieber so. So, gehen wir noch nach oben. Vielleicht gibt es da oben ja was Schönes zu sehen. Vielleicht aber auch nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Ah, eine Truhe. Wenn das nicht schön ist, weiß ich auch nicht. Gib mir all deine Plünderungs... deine Beute. Ja, Mabari-Statuette aus Holz. Mögen eure Reisen sicher sein. Oh. Da liegt auch was. Barry, geh weg. Meins. Mosaik nehmen. Der Fall. Gefundene Teile, 1 von 12. Okay, was ist das bitte? Auch noch Collectibles hier. Oh mein Gott, ey, das kann ja was werden. Und ich, der ja der Meister der Rätsel bin. Könntest du jetzt mal hier ein bisschen... Ja. Ah, immerhin runter, wer es rutscht da. Das ist nämlich viel intelligenter, als das alles runter zu klettern. Ich glaube, da war... Wow, runterfallen ist natürlich total intelligent. Wir haben es geschafft. Yay. Plündern. So, jetzt können wir hier wieder runter. Beanspruchen. Was ist denn das überhaupt? Testen wir das mal aus. Lornans Axil. Exil. Oh mein Gott, nicht mal lesen kann ich. Ach, so heißt die Gegend hier. Al-Tiranon, Guerins ältester Sohn, wurde erst spät geboren und man hoffte allerorten, der junge Mann würde in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten. Bedauerlicherweise erwies sich Lornan Guerin in seiner Jugend jedoch als ausgesprochen faul und zeigte deutlich mehr Interesse daran, das Geld seines Vaters auszugeben, als daran, sich um dessen Ländereien zu kümmern. In seiner Enttäuschung ließ der Aal ein Fort in den Bergen bauen, in das er Lornan anschließend schickte. Er sagte, sein Sohn dürfe erst dann wieder nach Redcliffe zurückkehren, wenn die Banditen, die die Berge heimsuchen, unter Kontrolle seien. Die allgemein anerkannte Geschichtsschreibung besagt, Lornan habe sich geändert, die Banditen ausgelöscht und sei dann als geläuterter Mann nach Redcliffe zurückgekehrt. Innerhalb der Familie hingegen wird geflüstert, der Mann, der nach Redcliffe zurückkehrte, sei in Wahrheit ein Soldat gewesen, der Lornan lediglich ähnlich sah. Es heißt, er habe in den Bergen tapfer gegen die Banditen gekämpft, während Lornan den Rest seiner Tage in der Behaglichkeit seiner Bergfeste verbrachte. Ein Auszug aus Lebendiges Redcliffe von Schwester Dorcas Guerin. Okay. So, was heißt das jetzt? Beansprucht. Heißt das jetzt, die dienen jetzt mir oder was? Sind das jetzt meine leibeigenen Sklaven? Was ist hier noch? Bin ich da jetzt übers Ziel hinausgeschossen? Da hatte ich doch gerade noch irgendwas auf der Karte. Egal, vergessen wir das. Gut, in der nächsten Folge gehen wir nochmal den Riss da an. Und mal schauen, wohin das uns noch alles führt hier mit diesem komischen Geheimkult. Na gut, Geheimkult ist es ja nicht, aber sie verstecken sich. Eigenbrötler, Einsiedler und wie man es sonst noch nennen mag. Egal, das war's jedenfalls für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.